Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg nach wie vor mit Isengard. Zuerst einmal muss ich mich entschuldigen für das kleine Experiment, was ich letztens, die letzten zwei, drei Aufnahmen gemacht habe. Da habe ich nämlich immer wieder diesen Cut mitten in der Schlacht gesetzt. Das ist eigentlich ein No-Go. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. War auf jeden Fall ein Riesenfehler, sollte ich nicht machen. Ich werde auch wieder davon ab weg, weil das ist einfach nichts. Ich hasse es selber, wenn ich sowas sehe. Keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Wahrscheinlich war es einfach mal an der Zeit für mich, diesen Riesen-Fauxpas zu begehen. Jedes Dislike habe ich dadurch natürlich absolut verdient auf diesen Videos. Also, alles gut. Ich werde gucken, dass ich das in Zukunft nicht mehr mache. Und wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es halt eine halbe Stunde. Ich dachte wirklich, die Schlachten würden noch eine halbe Stunde sich in die Länge ziehen. Und dann waren sie nach weiteren 5 Minuten bereits vorbei. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung, um das abschätzen zu können. Jetzt gehen wir erstmal nach Dol Guldur. Halten diese Festung. Problem natürlich, wir haben ja ins Klamm verloren. Ich werde deshalb vermutlich mit dem... Oh, upsie. Nicht das Umschalten vergessen. Ganz wichtig. Haha. Aber ich habe nur mal dran gedacht. Ganz knapp. Ich werde deshalb mit der Schlangenzunge vermut... Ach Gott, die sind da eingeklemmt. Super. Aha. Ach du große Kacke. Okay. Vermutlich werde ich mit der Schlangenzunge... Dem Schlangenzunge, wie auch immer, Grima eben, folgendes machen, dass ich jetzt einmal so lups drumherum gehe und dann mir Helms Klamm wiederhole, vermute ich mal. Die Festung ist einfach zu gut, um sie nicht zu haben. Von dem her, ja, definitiv werde ich gucken, dass ich da die Festung bekomme. Und dann sehen wir mal. So. Die können sich hier hinstellen. Ganz gechillt. Und eigentlich kann ich da durchrennen. Ach, ich habe Mini-Ballisten. Das ist ja cool. Naja. Okay, wie auch immer. So. Eigentlich sind mir die... vollkommen egal. Wenn er da irgendwie was machen will, kann er gerne. Die Türme sollten es schon hinkriegen. Die Ballisten treffen mich. Interessiert aber auch nicht. Die Trolldinger sind ziemlich stark. Also auch gegen Ballisten, die nehmen nicht so viel Schaden. Aber wie auch immer, jetzt bauen wir erstmal hier schön viel Zeugs. Sobald die Ballisten draußen sind, machen wir das Türschild zu. Und dann... Ja, nee. Okay, das überleben die mit Sicherheit nicht. So, hier in Stellung gehen. Und dann darunter. Sind die Ballisten jetzt endlich draußen? Fast. Fast haben wir es geschafft. Die Leuchtfeuer gehören mir nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr interessant finde. Die gehört, obwohl mir die Festung gehört, gehört mir das Leuchtfeuer nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Nach wie vor, ich weiß nicht. Also, ich frage jetzt hier nochmal nach. Wenn es jemand weiß, falls es mir noch keiner geantwortet hat, da schaut es bitte in die Kommentare. Was ist der Vorteil von Schwertkämpfern gegenüber Speerträgern? Sind sie schneller, stärker, machen sie mehr Schaden, haben sie mehr Defensive? Was ist der Unterschied? Ich habe es bisher nicht gecheckt, wo der Vorteil von teureren Schwertkämpfern über... Ja gut, hier sind sie gleich teuer. Aber auch da... Gut, Urukai stärken Lanzenträger, aber wann braucht man das? Also Lanzenträger sterben auch recht schnell gegen Armbrustschützen und Bogenschützen weg. Ist also komplett nutzlos. Und ich weiß nicht. Ich vielleicht google ich es auch mal. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Aber es ist halt so... Es wundert mich. Es wundert mich sehr. Wo ist da groß der Unterschied? Tät mich sehr, sehr interessieren. Wo der Unterschied zwischen Schwertkämpfern... Also der Vor- und der Nachteil... jeweils liegt. Ich habe ja schon herausgefunden, einige von euch kennen sich mit dem Spiel extrem gut aus, also die haben ein sehr
fundamentales, fundiertes Wissen, wollte ich sagen. Ja, hier kann man noch ein bisschen Deutsch lernen. Nicht das Beste, aber ein bisschen. Und das ist schon sehr interessant. Wo sind die denn? Hm? Muss ich das verstehen? Ach, da unten. Ja. Und auf dieses Wissen würde ich sehr, lol, sehr gerne auch zugreifen, weil das ist einfach so eine Sache, wo ich mir denke, ja, erklärt es mir. Vielleicht benutze ich dann die Schwertkämpfer häufiger, wenn mir jemand plausibel erklären kann, warum sie besser, in manchen Situationen, nicht insgesamt besser, aber in manchen Situationen besser sind als die Schwertträger oder Lanzenträger oder was auch immer. Weil bisher ist meine Strategie meistens Spammen, Lanzenträger gegen Reiter, Armbrustschützen gegen den Rest, Feuerpfeile, Belagerungsgeräte, Spam, Spam, Spam. Ja, funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Ist jetzt keine sehr starke Taktik. Also, sie hat schon ihren Nutzen, so ist es, ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, der hat ja voll die Strategie drauf. So ist es einfach nicht, weil ich einfach nur über den Gegner drüber roffel und das war's. Boah. Und das war's dann auch. Da braucht man halt, außer Multitasking und das Kontrollgruppen benutzen, muss man da nicht viel können. Ne? Das ist halt das Ding. Ich frag mich, wo der noch was... Ach, der Baumeister, deswegen lebt er noch. Ja. Also, Dol Guldur verteidigt. Ein paar Bataillone haben wir zusätzlich ausbilden dürfen. Auch sehr nice. Außer nice, das ist wichtig. Ich habe heute geträumt, das war so ein wirrer Traum. Ich habe heute geträumt. Ah ja, haha, haben wir schon gleich das Codewort. Habe ich die letzten Episoden vergessen? Codewort Traumfänger. Ja, Traumfänger. Jetzt gehen wir da hoch, da kann ich gut reden, während ich zocke. So ein ganz wirrer Traum. Keine Ahnung, wo genau ich war, kann ich euch gar nicht erklären, weil das ist viel zu im Kopf. Aber es ging grob darum, ich war in einem Raum, mehrstöckiges Gebäude, mehrstöckige Räume, mit so Wendeltreppen und so Zeugs verbunden. Und aus irgendeinem Grund ging es, ja, Sharku, der kann doch nach Wargen suchen, oder? Mal schauen. Aus irgendeinem Grund ging es darum, dass wie heißt jetzt Bully, der Comedian, Schauspieler, wie auch immer, wie heißt denn der mit echtem Namen? Michael Herbig. Wenn ich mich nicht irre, Michael Herbig. Tschüss Wölfe. Hat für ein Vorsprechen für einen Film ja jetzt komm. Die Wölfe, die Warge, die machen das und dann ist ja. Hat halt eingeladen, ne? Wie bei Vicky damals. Vicky und die starken Männer auch. Da konnte halt jeder hin, machen wie er wollte, was er wollte und. Und das lief halt nicht so, wie es sollte. Aus irgendeinem Grund war meine Schwester dafür zuständig, zu vorauszusortieren. Also man ist da hingegangen und hat dann hier warten müssen. Da waren auch noch ein paar andere bekannte Comedians. Ich glaube, wie heißt er denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen zu viel Pastewka geschaut. Ich glaube, er hieß auch Michael. Michael, aber nicht Mittermeier, sondern ich weiß es nicht. Fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Hieß er Michael? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielt er bei Pastewka ziemlich häufig mit. Und der Pastewka macht sich immer lustig über seine Nase. Mir fällt gerade echt der Name nicht ein. Das ist richtig peinlich. Aber ich bin doch gerade erst aufgestanden, deswegen ist das ziemlich egal. Wenn ihr mal aufhören könntet. So. Sind das zwei Gegner? Nee. Und ja, wie gesagt, der war dann auch da. Hört's doch auf, da in die Lanzenträger rein. Mann. Und wie gesagt, meine Schwester war dabei, auswählen zu dürfen, wer jetzt
zum Casting darf. Also man war in so einer Art Warteraum und muss halt warten, bis sie aussieht, ja, sie können jetzt dahin, bla bla bla. Und meine Schwester hat es halt irgendwie verhindert, dass ich dahin durfte. Hieß er wirklich Michael? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich voll falsch jetzt. Ich weiß es nicht. Der ihn kennt, der wird wissen, von wem ich spreche, und der kann das korrigieren, wenn ich hier gerade Müll erzähle. Naja. Aber sie hat es halt verhindert. Dann kam trotzdem noch der Anruf auf mein Handy, wo sich der Herbig gemeldet hat. Und dann habe ich mit dem so gesprochen, habe den versucht zu überzeugen. Bla bla bla. Ging dann aber irgendwie nicht. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann war ich irgendwie... Es war ein ziemlich wirrer Traum. Keine Ahnung, warum ich sowas geträumt habe. Aber irgendwo war es auch ziemlich lustig. Wie hieß der jetzt? Ich will das jetzt wissen. Ich meine, der hat ja nicht umsonst einen Namen, ne? Hieß er wirklich Michael? Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Naja, wir werden es sehen. Ja. So, schafft er den jetzt bitte? So, dann renn du mal weg. Schick mal die Speerträger hinterher. Also Angmar baut hier gut Zeug. Die bauen sich ganz schön böse aus. So, Stachelschwein. Hab ich euch. Da kommen die nimmer raus. Das können die Vollkanne vergessen. Die sind so tot. So, das sollte ich vielleicht zerstören. Und da hat es auch irgendwas, was man vernichten kann. Irgendwo gab es dann Gold. Keine Ahnung. Jaha, Orks. Ja, ja. Lass bloß meinen Baumeister in Ruhe. Lass den in Ruhe. So. Ja, das ist der Feind. Maul halten, ja. Ja, lasst euch. Die Orkgruben werde ich demnächst dahingehend verwenden, dass ich sie nicht mehr benötige. Ganz einfach deswegen, weil ich auf Warge gehen möchte. Oh, wie jetzt? Nee, nee. So ja mal gleich gar nicht. So ja mal gleich gar nicht. Ja, schon zerstören. Ja, das überlebt er nicht. Da hat er keine Chance. Was geht hier ab? Ernsthaft? So, das bilde ich jetzt nochmal aus. Dann baue ich die Warggrube. Und dann sehen wir mal weiter. So. Eigentlich kann ich die Warggrube auch hier hinbauen. Ist voll egal, wo die steht. Muss ich nicht so lange warten. Obwohl jetzt Bäume. Das heißt, da gehen wir doch lieber dahin. So. Na gut, vielleicht baue ich noch Armbrustschützen für Feuerpfeile. Die sind immer ganz nützlich. Aber ansonsten reichen Warge eigentlich. Warge sind nämlich auch ganz gut gegen Reiter. Also Reiter gegen Reiter, das gibt sich nicht so viel. Das ist ziemlich gleich. So, die Armbrustschützen ziehe ich jetzt mal zurück. Die bleiben ja. Obwohl, die ziehe ich auch mal zurück.
Die will ich nämlich behalten. Entschuldigung. Aber was raus muss, muss raus. 2 Türme hat er gleich gebaut. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt will ich erstmal gucken, wer davon überhaupt ausgerüstet werden sollte. So, Wargreiter. Los geht's. Sehr schön. Holen wir uns noch alles. Das ist egal, das ist egal. Nein, nicht der grenzenlosen Macht. Na toll. Na gut. Dann gewinnen wir halt unausgerüstet, ohne Warge. Ist auch in Ordnung. So ist es halt. Was will man machen? Wenn er da aufgibt. Na. Naja. Ist in Ordnung. Schlachten wieder gewonnen. Das passt dann auch. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. So, ganz kurz speichern. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.